Leute, der ist doch im V. Du bist so ein hässlicher Scheiß. Bastard. Okay. Hey Leute, Dates of MV ist wieder back. Alter, ich habe endlich ein neues Handy jetzt. Jetzt erstmal mit einer neuen Kamera 4K. wird jetzt gefilmt. Und ja, wir haben jetzt ein Format, das glaube ich habe es jedenfalls noch nie auf YouTube gesehen. Wir haben jetzt ein richtiges Format, was jetzt zum ersten Mal auf YouTube kommt. Wir nennen es jetzt, ich schreibe noch was dahinter, aber auf jeden Fall heißt es Alltag in WhatsApp. Wer da so mit Alltag in Call of Duty kennt ihr ja, von Montana Black kennt ihr das. Und wir haben jetzt Alltag in WhatsApp gemacht. Wir haben nämlich so einen richtig kleinen Pisser gefunden. Ja, also fangen wir gleich mal ganz von vorne an, denn zu DeathMaker36, also Leon, war mit einer zusammen. Namen darf man eigentlich nicht nennen. Sag Ich nein! zensiere es einfach. Mit einer Bi! Und sie hat ihn betrogen. Ja. Mit einem, sagen wir mal, nennen wir ihn mal Lappen. Und den habe ich auch auf WhatsApp so genannt. So. Wie es angefangen hat, weil er meinte, auf Leon hat geschrieben gehabt mit diesem Typen da, der hat ihn nämlich zuerst angerufen, aber Leon ist halt nicht rangegangen. Und dann kam es halt mit dem Schreiben. Da hat er dann schon gemeint, ja, lass er in Ruhe und so. Dann habe ich zu ihm geschrieben, ey, lass du mal meinen Bruder in Ruhe. Er hat nichts getan, er zusammen und du, was machst du, hä? Dann schreibt der Lappen, er soll sie in Ruhe lassen. Dann wieder ich, warum? Was hat er denn getan? Dann der Lappen, er soll sich einfach von verhalten, von Vanessa verhalten. Der Typ, denke ich mir so, ist, da schreibe ich, wie alt bist du, drei oder warum benimmst du dich so, ey? Der schreibt, als wäre da so ein dreijähriger, kleiner, missgeburtischer, kleiner Bastard, Kleiner der noch Kinder. in den Kindergarten geht. Vor allem Kleiner verhalten, missgeburtischer von Kleiner. Vanessa verhalten, Alter. Ich glaube es nicht. Dann schreibt Lappen wieder Kurz. zurück. Dann schreibt Lappen wieder Hals Maul, bevor ich ihnen das gesagt habe mit den Dreijährigen, mit den Dreijährigseien da. Dann schreibe ich, hab erstmal Respekt vor Ältere. Dann schreibt er, hab ich nicht. Hab ich wieder geschrieben, dann beleidige doch deine Eltern, wenn du keinen Respekt hast. Weil wenn man Respekt vor Älteren haben soll, sollte man auch Respekt vor seinen Eltern haben. Und anscheinend hat der Typ das nicht. Dann schreibt er, ist mir doch egal. Dann hab ich geschrieben, ja, merke ich, du bist ein respektloser kleiner Bastard, der keine Eier in der Hose hat. Legst einfach auf, weil du ein Weichei bist, anstatt zu telefonieren. Da will ich hingegen sagen, wir haben auf Leons Handy, haben wir versucht, ihn anzurufen. Der sagt so, ja, dann sage ich so, was willst du von ihm? Oder Telefon. vielmehr, was willst du von mir, habe ich so gesagt, von seinem Handy aus. Und der legt direkt auf. Dann habe ich noch geschrieben, dein eigenes Maul und dein eigenes Maul aufzumachen. Nein, das kannst du nur über WhatsApp. Oder was, wie feige bist du eigentlich? Ich bin 18. Wie alt bist du? Du kleiner respektloser Pisser. Mit Sicherheit nicht älter als 9, du Grundschulkind. Also lass du mal lieber meinen Bruder in Ruhe. Er hat nichts getan, sondern sie. Weil sie hat ihn ja verarscht, ne? Und Leute, ich sag euch jetzt mal voraus, verarscht keinen. Mädchen verarscht kein Jung, ihr Weiber, ja? Aber es gibt ja genug kleine Bastarde, die noch Mädchen verarschen oder Huren, die es nicht mal ernst meinen, sagen wir es mal Huren so, die es nicht ernst meinen mit Also, anderen. guck mal. Danach hat er geschrieben, weil ich geschrieben habe, dass er keine Eier hat, anzurufen. Da hat er geschrieben, ruf an. Dann habe ich angerufen, er legt natürlich wieder auf. Dann schreibt er, mach nochmal. Nee, ich mach nicht nochmal, da hat er nämlich seine Chance verpasst. Wieso nochmal, Alter? Du hast deine Chance verpasst. Jetzt halt die Fresse, du kannst auch Audios machen. Dann, Leute, haltet euch fest, der Typ stottert, aber hat voll das große Maul. Halt's Maul einfach und sag deinem Bruder, er soll sich von Vanessa fernhalten, na, du kleiner Bastard. Und er soll auch noch ihre Freundin holen lassen, na, außerdem.
das letzte habe ich jetzt nicht verstanden, aber wahrscheinlich hat er gemeint, er soll ihre Freunde noch in Ruhe lassen auf PlayStation. Wahrscheinlich. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Wir wissen ja alle, wenn ein Mädchen jemanden betrübt, heißt es direkt Schlampe, Hure. Ist ja wohl klar. Ja. Und bei Jungs ist halt, die Weiber sagen es halt weiter, ja, er ist ein Arschloch, sei nicht mit ihnen zusammen. Und dann sind die meisten Mädchen sind dann trotzdem mit denen zusammen. Was man dann so sinnlos nicht versteht, weil andere Mädchen, die anderen Mädchen hören halt nicht auf die Mädchen, weil die einfach so verliebt sind. Das also was ich jetzt noch sagen wollte, übrigens, die hat uns sogar schon mehrmals angelogen. Sie hat Leon Bilder gesendet gehabt auf WhatsApp und da waren zwei verschiedene Mädchen. Sie hat gemeint, sie wäre beide Mädchen. Das eine war eine Blondine, die hatte grüne Augen. Das andere ist ein Mädchen mit schwarz oder braunen Haaren, mit braunen Augen. So, aber sie meint, sie ist es. Trägt keine Brille, trägt keine Kontaktlinsen, Leute. Aber von dem Video her, sie hat ein Video von der Blonden, Video von der Blonden, da hat sie Leon geschickt gehabt. Und die Stimme hört sich zwar fast genauso an. Die nächste Sache, wo sie uns belogen hat, ich habe sie mal gefragt. Destiny 2 kommt ja bald raus, die Beta ist ja vorbei. Und da haben wir gefragt, lad ihr mal, wenn Destiny 2 rauskommt, lad mal Destiny 2 runter. Kauft ihr das mal? Die sagt so, nee, mag ich nicht. Wieso, du kennst es gar nicht mal, du hast es noch gar nicht mal gespielt. Ach, doch, doch. Ich fand den ersten Teil schon doof. Ja, wahrscheinlich den ersten Teil. Wir gucken in die Spielesammlung. Bei PlayStation kann man immer gucken, was für Spiele man hat. Gucken wir rein. Was für Spiele man gespielt hat, weil die Trophäen ja, sich automatisch eigentlich aktualisieren. Gucken wir rein. Wahrscheinlich. Sie hat dieses Spiel noch nicht einmal installiert. Geschweige denn gespielt. Sie hatte die CD noch nicht mal drin. Also, das ist schon richtig... Was ich da nicht verstehe, das ist Wahnsinn. Hatte sie gemeint so... Mach jetzt Schluss und so, weil ich jetzt einen neuen gefunden habe. Wahrscheinlich war der neu, dachte ich mir da. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich war der neu. Schon zu, der, die war schon mit dir zusammen, mit ihm gleichzeitig, wahrscheinlich direkt verarscht. Vor allem, das Lustige ist, Leon ist 11 und 9. Alles noch okay, alles noch okay. Der Typ ist 14 und 9. Willst du mich ficken? Warte kurz, ich will mal kurz... Warte, dazu will ich aber noch was sagen, zum Chat von... Klar nenne ich dich dann, Hurensohn. Volljährig heißt 18. Ja. Der Typ ist aber 14. Dieser besagt, dass eine sexuelle Beziehung zwischen einem Volljährigen und einer Minderjährigen oder andersherum dann legal ist, wenn die Betroffenen bereits während der Minderjährigkeit beider zusammen waren. In Deutschland sollte der oder die Volljährige beweisen können, dass es sich um eine Beziehung aus Liebe und nicht um eine reine Sexbeziehung handelt. Ist dies nicht der Fall, droht eine Strafe wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Oder du fährst in den Urlaub, zum Beispiel er fährt mit ihr jetzt in den Urlaub alleine. Kann das zu Minderjährigkeits... oder viel... ich weiß nicht, wie man... Minderjährigkeitsbelästigung? Nee. Oder sowas in der Art suchst du gerade? Minderjährigkeitsmitführung oder so, wie das hieß, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Dass man eine Minderjährige mit dabei hat, wird es anscheinend zugeben, dass es eine Beziehung ist. Aber wenn der Typ Vanessa richtig flankt, Alter, dann ist es ja immerhin noch immerhin noch eine Minderjährigkeit. Fertig. Gut, dann werde ich das Video jetzt beenden, Leute. Ich hau jetzt noch einen Ausschnitt raus von dem letzten Video, also nicht von den Destiny Let's Plays, da waren zwei Videos dahinter noch. Ich meine den Lügendetektor-Video, das letzte Real-Life-Video, sagen wir es mal so. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, kommt jetzt noch ein Ausschnitt und ich tue das in die Videolink-Beschreibung packen, dann könnt ihr auf den Link draufklicken und direkt zu dem Video springen und euch das angucken. Das Video ist nice geworden. Ich sag dann, haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Ciao.